Du kommst mit mir. Hättest nur fragen müssen. Was ist los? Oh oh. Los, los, los! Wir haben das Ziel, Sir. Er ist umzingelt. Keine Bewegung. Ah, ich bin Iron Man. Bestätigt, das ist Batman. Schalt alles aus. Sir, der Panzer, den Sie haben, ist unbemannt. Gut. Dachte, das würde schwer werden. Ein Panzer. Batmobil-Fernsteuerung. Batmobil-Fernsteuerung. Yay, yay. 60 mm Geschütz, einsatzbereit. Und tschüss. Aufstandsbekämpfung. Batman, ich habe 6 unbemannte Panzer gesichtet, die sich durch Chinatown bewegen. Die sind jeden Moment da. Kann ich auch so. Dann müssen wir erst hier aus der Steuerung raus. Warte mal, Kamera wechseln, Bremse rückwärts. Power rutschen. Kamera wechseln. Nee. Ach, ich muss erstmal kämpfen hier. Hoppala. Einer noch. Wo ist er? So. Ma'am. Ja, das war doch mal ein cooler Auftritt. Der Rocker hier, der alte Rocker. Wir müssen gehen. Ein Meister der Untertreibung, wie immer. Da kommen Sie zu. Orin, ich muss wissen, woher diese Panzer kommen. Mehrere Transporthubschrauber bewegen sich ins Stadtinnere. Mehr sind auf dem Weg. Aktiviere die Waffendiagnose des Batmobils. Wir ziehen Krieg. Auf geht's. Das war's schon. Ach so. Ja, machen wir das doch mal. Ja, natürlich habe ich einen Panzer. Ich habe ja auch Panzer. Waffenenergiesystemdiagnose online. Stufe 1. Ziele zerstören, um die Waffenenergie aufzuladen und das Raketensperrfeuer zu aktivieren. Ach so. X. Diagnosestufe abgeschlossen. Stufe 2. Raketensperrfeuer auf Stufe 2 aufladen und 4 Ziele gleichzeitig zerstören. Na gut. Aber die machen ja gar nichts. Was ist das denn eigentlich? Feuerstufe 2 bereit. Wow. Stufe 3. Feindliche Treffer erschöpfen Waffenenergie. Raketensperrfeuer auf Stufe 2 aufladen und 4 aktive Ziele zerstören, um die Diagnose abzuschließen. Oh. Oh, da, wo kommt der denn her? Jetzt wird das ja mal interessant hier. Kommen wir noch. Oh. Da wirklich viel los ist hier immer noch nicht. Ich meine, wir spielen hier auch normal.
Kapsel abgeschlossen. Vielleicht wird das ja noch ein bisschen mehr. Und ich muss im Verlauf der Zeit dann nochmal hochschrauben, wenn das geht. Das ist gerade wirklich halt ein bisschen langweilig. Aber war ja auch nur tot, ne? Ich bin auf dem Weg. An alle Einheiten, hier spricht Commissioner Gordon. In der Stadt befinden sich zahlreiche feindliche Panzer. Gotham wird angegriffen. Alle Einheiten ziehen sich sofort von den Straßen ins GCPD zurück. Wir sind auf so etwas nicht vorbereitet. Zum Glück ist da draußen jemand, der es ist. Oh, 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 oh. Lass mich nicht treffen. Noch nicht, Jungs. Ah! Oh! Na, das war doof. Drip, sag deinen Männern, dass sie wieder patrouilliert werden. Panzer sind kein Problem. Müssen wir hier lang? Gott sei Dank. Hoffentlich waren das die letzten. Kann das kaputt gehen? Das kann kaputt gehen. Lass die Isolationszelle im GCPD vorbereiten. Hui! Und wir sind hier falsch. Ja, yeah, da können wir richtig cool rutschen hier mit Qualm, driften mit ganz viel Qualm gegen Wände. Oh geil, das geht ja sogar kaputt. Was kann man noch so kaputt machen hier? Das auch? Er verfolgt uns! Tritt das Pedal durch, Lars! Achso, das geht kaputt. Oh cool. Aha, geil. Kann die ganze Umgebung hier kurz in kleinen Holzen. Okay, Gebäude nicht. Das ist auch ein bisschen zu viel. Na komm. Wir sind gleich da. Da gut, sind wir schon. Da bist, Batman. Ja, ich bring weiß. Sie nach unten in den Zeltbereich. Ja, ich lerne noch fahren, Jungs. Tut mir leid. Probezeit und so. Man muss gut aussehen hier, der Auftritt. Das ist Batman! Moin Moin! Was ist das für ein Ding? Das ist doch ein Witz! Ich dachte, wir werden angegriffen! Es ist das Batmobil, du lebst in Gotham, Mann! Fortschritte bei der Analyse des Angsttoxins. Muss kennen, Kollege. Wird etwas länger dauern. Komm zum Uhrenturm, wenn du soweit bist, und ich zeige dir, was ich bisher habe. Wo hast du denn fahren gelernt? Probezeit, hab ich doch gesagt. Jetzt komm, Schnegel. Scarecrow wird dich fertig machen, Batman. Ernsthaft? Warum gibst du dich überhaupt mit diesen Idioten ab? Ich habe nur einen Arm gebrochen. Da draußen tobt ein Krieg und wir haben weder die Männer noch die Ausrüstung. Seht mal, wer da ist. Ivy, das wäre eine Sorge weniger. Ist die Isolationszelle bereit? Natürlich. Oh toll, noch eine Zelle. Oh, viel Spaß, Puppe. So, können wir hier. Komm, willst du einen in der Mappe oder was? Ne? Oh, jetzt ein Move. Ja, ich kann hier so einen Move. Gut. Sehr gut, der Move. Ja. Wajo! 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 Ich seh dich. Ich seh dich. Ja. Sieh mich auch. Wie sieht's hier aus? Scheiß Bürokraten. Wir sind jetzt allein. Wir schaffen das, Jim.
Was gibt's Neues? Es gibt Vorfälle überall in der Stadt. Cash, eine Zusammenfassung. Na schön, sehen wir mal. Zuallererst, wir haben den Kontakt mit den Feuerwehrleuten der 17. Wache verloren. Wir haben ihre letzte bekannte Position, aber allein überleben sie da draußen nicht lange. Dann ist da etwas Merkwürdiges. Leichen sind aufgetaucht. Und wir konnten uns vor der Evakuierung nicht darum kümmern, aber die Forensiker sind fast durchgedreht. Üble Sache. Dann haben wir den Riddler mehrmals beim Bahngelände rumschleichen sehen. Wie wir den Kerl kennen, führt er etwas im Schilde. Ja, such mal wieder Platz zum Pennen, ne? Ich weiß, du bist beschäftigt. Aber wenn du uns hilfst, wird das Leben retten. Keine Sorge, Jim. Ich habe jemanden auf Scarecrow angesetzt. Mal sehen, was ich tun kann. Sehr schön. Ein paar Leute durchkämmen gerade den Süden und Westen von Gotham. Ich stoße zu ihnen, wenn ich hier fertig bin. Wir finden diesen Mistkerl. Ja, ja, du meinst wohl ich. Gordon, wie ist der Status? So, haben wir jetzt hier Missionswahl. Okay. Ja, das ist cool. Das können wir uns ja jetzt echt selber entscheiden, was wir da machen können. Tatsache. Wir können uns jetzt zwischen dem Riddler und dem Feuerwehrmann entscheiden. Kriegen auch nochmal angezeigt, wie viel Meter das entfernt ist. Was haben wir hier unten denn noch? Und da haben wir das mit den Untersuchungsschau gestellt. Verstümmelte Leiche. Die dürfen wir auch noch untersuchen, wenn wir wollen. Ich würde sagen, wir machen aber jetzt erstmal mit der Storyline weiter und guck mal, wie es beim guten alten Scarecrow so aussieht und was er macht. Viel Glück da draußen, Batman. Auf jeden Fall eine coole Geschichte. Also so, es kommt das Open-World-Feeling erst richtig rüber, wenn man die Möglichkeit bekommt, da eigenständig noch gewisse Sidequests machen zu dürfen und sich dann auch noch aussuchen zu können, welche. Finde ich auf jeden Fall cool, welche wir in der nächsten Zeit auch definitiv mal ansehen. Aber jetzt treten wir erstmal den guten Scarecrow aus dem Leben. So, ich hoffe, hier geht's. Ja, Exit. Nice. Wahnsinn. Das Ding wurde ganz schön aufgerüstet. Sie haben beobachtet, wie sich in einer Oh, das Ding fährt schon, während ich noch drauf rumlaufe. Genau genommen, Lucius. Ist ja ein Tag. Ich dachte mir, dass Sie so etwas sagen würden. Geben Sie mir einen Moment. Ich bringe den Nachbrenner online. Danke, Lucius. Gut, dass Sie hier sind. Sie wollen mir danken, Mr. Wayne. Versuchen Sie einfach auf der Straße zu bleiben. Ich habe ja, tue ich doch. Für Sie. Ja, hier ist noch ein kleines Würmchen für euch. Was gibt's hier oben? Jo. Was ist denn hier los? Identität bestätigt. Ach so. Ja. Aha. Ist klar. Cool. Ja. Computer. Und dann die kleine vergammelte Lampe da unten rechts in der Ecke. Komme ich in die Betthöhle und bringe deine Sachen durcheinander? Du hast die Verbindung auf ihre Grundelemente reduziert. Aber da ist nichts, was wir zurückverfolgen könnten. Was, wenn wir das Ganze falsch angehen? Statt nach dem Toxin zu suchen, sollten wir uns vielleicht auf den Herstellungsprozess konzentrieren. Wie konnte mir das entgehen? Die Reaktion verursacht einen Strahlungsanstieg. Scanne die Stadt nach dieser Energiesignatur. Sie zeigt uns, wo Scarecrow das Angsttoxin herstellt. Es wird ein paar Stunden dauern, die Satelliten zu positionieren. So viel Zeit haben wir nicht. Ich werde die Antenne bei den Filmstudios umfunktionieren. Bruce, ich habe mit Dad geredet.
Ich hasse es, ihn anzulügen. Wenn er wüsste, dass ich noch in der Stadt bin. Er gibt sich immer noch die Schuld hierfür. Wir halten Scarecrow auf. Ah, was? Wo, wie, wo, was? Was ist da? Ah, ja, spektakulär. Scarecrow, ich krieg dich, du Lümmel. Jim, wir müssen herausfinden, von wo aus Crane agiert. Gott sei Dank. Was kann ich tun? Habe ich den Standort, gebe ich Bescheid. Halt deine Männer bereit. In Ordnung. Dann sag, mach, was du immer machst. Bereitstehen. Und darauf warten, dass ich niemals anrufen werde. Weil ich mich dann doch dafür entscheide, dass das für dich zu gefährlich ist. Ivy und Scarecrow haben sich wohl in die Haare gekriegt. Ich glaube, er wird den Unkrautvernichter zücken. Ja, ich halte, aber... Ach so. Das will ich aber jetzt mal hier ausprobieren. Warum geht das denn nicht? Aha. Hat doch funktioniert. Hui. Das sieht wirklich geil aus mit dem Regen auf dem Cape. Das ist wirklich, wirklich geil, die Grafik. Das ist richtig cool, ja. So. Ja. Na, ob wir da wohl noch einen Punkt? Jawohl. Was war denn hier auf der Taste? Ach so, nur das Ding zum Schießen. Piu! Was gibt's hier? Oh, Bäumchen dran. Noch kein Bäumchen. Was denn? Auch kein Mensch hier, die Bedienungsanleitung. Der Generator ist beschädigt. Ich muss die Antennen direkt mit Strom versorgen. Hallo nochmal, Mr. Wayne. Wie kann ich Ihnen helfen? Ist die Binde bereit für den Einsatz? Sie ist vollständig funktionstüchtig. Ich garantiere aber für nichts, wenn Sie damit Ihren Wagen an einem Gebäude hochziehen wollen. Sie lesen meine Gedanken. So lautet die Jobbeschreibung, Mr. Wayne. Der Batwing ist auf dem Weg. Ja, sehr schön. Der Batwing ist auf dem Weg. Ja. Wohin denn? Ist er denn auf dem Weg? Du dachtest, ich wäre tot? Wo soll ich denn hin hier? Versunken in den Gewässern unter Arken. Doch wie alle unterdrückten und vergessenen Wichten, kehrte ich schlussendlich zurück. So. Auto. Hier können wir nicht damit alles eben zerschroten und auseinandernehmen. Das wäre doch viel besser. Winde. Okay. Eine Winde. Tja, schauen wir mal, was wir damit so machen können mit der Winde. Können Sie den Wagen auf das Dach kriegen? Ich improvisiere. Die Seilwinde benötigt einen sicheren Ankerpunkt. Schalten Sie dann in den Rückwärtsgang. Eigentlich mit dem Heli, aber der ist ja wieder weggeflogen. Mr. Wayne, er ist ein Unikat. Kampfmodus.
Winde. Ob das reicht? Probieren wir jetzt einfach mal. Machen wir hier noch Nitro.